Willkommen zurück zu Buffy meets Fluchin' in der Nacht. Der Director's Cut Edition. Immer noch und immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Naja, rein da. In das Dunkle. Dunkle. Leiche. Hinter der Ecke finde ich die Leiche. Oh mein Gott, Klausner. Lebensgroß und doppelt so tot. Ich habe kaum Zeit, diese Tatsache zu verdauen, als ich höre, wie der Türmechanismus sich erneut bewegt. Dam, dam, dam. Mann, nein. Die Türe schlägt zu und sperrt mich ein. Ich bekomme so eine leichte Ahnung, wie Klausner gestorben ist. Echt? Wie ist er denn gestorben? Toller Urlaub, hocke in einer Höhle in Syrien mit einer Leiche als Begleiter und einem Mörder im Nacken. Ja, ist doch schön. Der perfekte Urlaub. Nicht wahr? Ein Steinkopf mit drei bärtigen Gesichtern. Es ist ein merkwürdiges Bildnis, aber ein starkes. Voller Altertümlichkeit und alter Mysterien. Mysterien! Mir fällt nichts ein, was ich mit der Statue machen könnte, außer vielleicht Kinder zu erschrecken. Oh, nimm sie mit als Souvenir. Ja, lecker. Was immer auch in der Flasche war, es wurde ausgetrunken. Klausner muss dehydriert und verdurstet sein. Kann ich keine Anzeichen von Gewalteinwirkung feststellen. Außer seinen Fingerspitzen, die blutig gekratzt sind. Und das scheint er sich selbst angetan zu haben. Klausner muss ziemlich schlau gewesen sein, um so weit zu kommen. Aber trotzdem ist er tot. Ja. Blutlich gekratzt, hat er versucht, einen Weg nach draußen zu graben. Mit seinen Fingern hat er meine Schaufel mitgenommen. Ich durchsuche die Leiche. Kein Handytelefon, keine Sprengladungen, kein Fünf-Gänge-Menü. Man sollte doch meinen, dass international tätige Verschwörer besser ausgerüstet zum Dienst erscheinen. Ja. Die Tasche ist leer. Der Geruch der Leiche erinnert mich an etwas. Riecht wie mein Lieblingskäse in Paris. Alles ich habe schon Sachen gemacht in meinem Leben, die klar. Mir Spaß gemacht haben, als eine Leiche zu durchsuchen. Aber da meine Lebenserwartung derzeit doch recht gering ist, finde ich, ich sollte jede neue Herausforderung annehmen, die sich mir bietet. Vorsichtig öffne ich das Jackett. Ach, was funkelt denn da so schön? Hinter seiner Leiche klemmt ein Lederbeutel. Hey, was ist das? Ich habe so etwas wie eine Linse gefunden. Eine sehr alte Linse aus sehr hartem Glas. Das erklärt vieles. Der Ritter auf der Handschriftenrolle hatte die ganze Zeit eine Linse gehalten, keinen Kristallball. Bei der Erkundung alter Ruinen können Peitschen ja ganz nützlich sein, aber als Gefangener in einer Höhle sind sie völlig nutzlos. Klausner hielt sich wohl für eine moderne Version von Indiana Jones. Tja, das passiert, wenn man versucht, Indiana Jones zu kopieren. Hatte doch recht, es ist eine Linse, keine Kristallkugel. Jetzt habe ich sie. Gut, Klausner ist tot und mir geht es ebenso, wenn ich hier nicht bald rauskomme. Irgendwie suboptimal. Da müssen wir halt einen Weg rausfinden, Kieselein. Und wie sollen wir das anstellen? Ist ja nicht so, als könnte Dings einfach irgendwelche Dings beschwören. Alles, was ich tun konnte, war, sie anzustarren und zu versuchen, sie mir zu merken. In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Okay, das muss reichen. Und das heißt auf Deutsch? Der Mund öffnet sich. Das muss Ulta sein. Mein Gott, wenn er reinkommt, sind wir beide hier drin gefangen. Ulta, komm nicht rein, es ist eine Falle. Bleib, wo du bist. Das sieht nicht wie Ulta aus. Hallo, Mr. Stobbert. Wir treffen uns aber auch immer an den ungewöhnlichsten Orten. Ein Hotel ist ungewöhnlich? Bitte machen Sie keine hastigen Bewegungen. Ich habe nicht den Wunsch, Sie zu verstümmeln. Sagten Sie verstümmeln? Genau. Tote erzählen mir ja nichts, wie Sie wissen. Und ich möchte doch alles erfahren, was Sie mir zu erzählen haben. Oh. Und wenn ich nicht plaudern möchte? Dann müsste ich Sie bedauernswerterweise töten. Aber seien Sie versichert, dass ich ein ausgezeichneter Schütze bin. Sie würden nicht leiden. Was so schön. Glauben Sie mir, mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen.
Es ist etwas dunkel hier drin. Ich finde, wir sollten unsere Geschäfte lieber draußen abwickeln. Warum sollte ich mich zu einer noch leichteren Zielscheibe machen? Wenn ich auf Sie schieße, Mr. Stobart, dann treffe ich Sie auch. Selbst hier drinnen. Unglücklicherweise leidet dann meine Zielgenauigkeit. Das könnte den Unterschied ausmachen zwischen einem Treffer ins Bein oder in den Unterleib. Puh, ist das plötzlich heiß hier drin. Keine plötzlichen Bewegungen, Mr. Stobart. Dum, 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 dum. Also denn, wo fangen wir an? Mit dem Versuch, gute Freunde zu werden und alle Waffen wegzupacken. Genau! Klausner, wissen Sie, wo er ist? Ach ja. Was ich an Leute überhaupt nicht leiden kann, die Waffen haben. Es lässt sie so unhöflich werden. Findet ihr nicht auch? Sollen wir gemein oder lieb sein? Ach komm! Klausner? Wer zur Hölle ist Klausner? Ich bin seiner Spur hierher gefolgt. Wie Sie auch, vermute ich. Ich habe noch nie von einem Klausner gehört. Ich habe einfach nach Fremden gefragt und hatte Glück. Glück ist ein Gut, das bei Ihnen im Moment etwas knapp ist, Mr. Stobart. Ja. Ich habe Sie beobachtet, seit Sie im Marib angekommen sind. Wirklich? Ich habe Sie gar nicht bemerkt. Genau das meine ich. Sie wissen nicht, wie viel ich weiß. Bitte bedenken Sie das, wenn Sie meine nächsten Fragen beantworten. Also, wo ist Klausner? Ach komm, lügen wir ihn eiskalt weiter an. Ich sage Ihnen doch, ich habe nie von dem Mann gehört und ich weiß nicht, wo er ist. Vielleicht können wir uns irgendwie einigen. Was sollte mich überhaupt davon abhalten, Sie umzubringen? Ja, er ist tot. Liegt direkt um die Ecke in der Höhle. Wollen Sie nachschauen? Ich glaube Ihnen das einfach. Wie ist er gestorben? Verhungert oder verdurstet, so wie es aussieht. Er ging in diese Falle, von der Sie da rumgebrüllt haben. Hatte ich mir schon gedacht. Die Tempelritter gehören nicht zu den Menschen, deren Geheimnissen man leicht auf die Spur kommt. Gab es sonst noch was Wichtiges? In der normalen Version hätte er uns jetzt umgebracht, weil wir ihn ein weiteres Mal angelogen hätten, aber... Naja, da um die Ecke stand irgendwas auf Lateinisch an der Wand. Latein? Können Sie sich noch daran erinnern, Mr. Stobart? Wir können hier ja eh nicht sterben. In Occidenta sita est in ora mundi. Ah, die Worte Cäsars. Ja, das ist logisch. Also ich weiß, dass es grob übersetzt etwa so viel heißt wie im Westen, am Rande der Welt. Aber was zur Hölle bedeutet das? Es verrät mir, wo das Schwert von Baphomet ruht, Mr. Stobart. Ich bin sicher, dass Sie genau das sind, was Sie zu sein scheinen. Ein begabter Amateur. Juhu! Danke, was? Ich. Aber ich kann Ihre Einmischung nicht länger hinnehmen. Es steht weit mehr auf dem Spiel, als Sie ahnen. Was haben Sie also vor? Zu meinem Bedauern müssen wir das Ganze hier und jetzt beenden. Ihre einzige Wahl ist jetzt noch, ob Sie wie ein Mann sterben wollen oder wie ein Hund. Wir sind natürlich ein Mann! Okay, Sie sind der Boss. Ich schlucke die bittere Pille. Sie sind ein tapferer und ehrenhafter Mann, Mr. Stobart. Eine seltene Gattung. Ich möchte Ihnen gerne die Hand schütteln. Großer Fehler. Okay, naja, was soll's. Hier. Großer Fehler. Tschüss. Tja, Leute. Habt immer einen Elektroschocker dabei. Na, Teenie?
Ja, Tini. Zum Glück hat das Vordach von Ultas Lastwagen meinen Fall gestoppt. Gott sei Dank. Das Schlimmste an dieser Erfahrung war Ultas Fahrstil. Was ist mit der Linse? Ist sie noch ganz? Oh ja. Gut, dich wiederzusehen, George. Ehrlich? Ich muss sagen, Syrien hätte mir besser gefallen, wenn du dabei gewesen wärst. Ich wäre keine große Hilfe gewesen. Du hast das alleine doch ganz gut hingekriegt. Oh. Ist da etwas zwischen dir und Lobineau? Was geht dich das an? Wir haben uns darauf geeinigt, dass all dies hier, der Clown, die Templer, reine Geschäftssache ist. Ja, aber... Lass mich in Ruhe. Sagst du noch irgendwas zur Schriftrolle? Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Da! Muss ich mir das jetzt angucken, hä? Eine Frau sieht in den Spiegel, aber das zeigt... Du mich auch. Ein Ritt ab durch. Wie lange kennst du Lobineau jetzt schon? André, wir haben uns im College kennengelernt. Er half mir, als ich Erstsemester war. Hat mir einiges gezeigt. Das hast du mir nie erzählt. Ich dachte, er sei einfach ein Arbeitskollege. Ist er auch. Ich sehe ihn nur noch selten. Er hat sich nicht sehr verändert. Vielleicht hat er etwas weniger Haare über der Stirn. Ich hatte vergessen, wie viel Spaß man mit ihm haben kann. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Ja, viel Spaß, Georgie Line. Stand wieder diesem Kahn gegenüber. Hatte ich mal aber versucht, mich umzubringen. Aber meine ninja-artigen Reflexe haben mich gerettet. Lateinische Inschriften in der Höhle ist der Schlüssel zum Versteck von Baphomets Schwert. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Ich würde sagen... Spanja! Olé! Ach, wie schön. Typ, ich glaube, sie überwässern den Rasen ein bisschen zu sehr. Lobineau meint, das Wappen des Ritters gehöre zur Familie de Vasconcelos aus Costa Calida, Spanien. Muss herausfinden, was diese Familie mit dem Manuskript zu tun hat. Ein wackeliger alter Kerl sprengt den Rasen. Wenn dieser Garten allein auf seinem Mist gewachsen ist, muss er fähiger sein, als er aussieht. Er sprengt den Rasen, aber ich will gar kein Dynamit benutzen. Der hat einen Wasserstoff in der Hand, der bewässert ja den Rasen. Kiesel, das nennt man so, den Rasen sprengen. Was, wieso das denn? Ich dachte, sprengen tut man nur einfach, wenn man so TNT oder sowas benutzt. Ihr Menschen seid wirklich sowas von strange. Wisst ihr das eigentlich? Was guckst du mich an? Ich bin ein Hühnchen. Ja, stimmt auch wieder. Die anderen Menschen halt, ne? Die Menschen, die Menschen sind. Du sagst es, Kiesel. Wann ist ein Mensch kein Mensch? Wann verliert ein Mensch seine Menschlichkeit? Das Haus der Familie de Vasconcelos. Wer will das wissen? Ich hatte das deutliche Gefühl, dieser alte Stinkstiefel würde Ärger machen. Ich heiße George Stobbart. Ich habe mich gefragt, ob... Das Haus ist nicht für den Publikumsverkehr geöffnet. Oh. Ist das hier das Haus der Vasconcelos? Und was geht Sie das an, Senor? Hören Sie, ich möchte doch nur einmal mit dem Haushaltsvorstand sprechen. Es gibt hier keinen Haushalt. Nur die Gräfin und mich. Dann will ich halt mit der Gräfin reden.